Und hallo und herzlich willkommen zurück zum The Witcher 3. Aktuelle Mission, besorge die Säuredrüse eines Greifen. Was, eines Greifen? War das wirklich? Achso, ja, stimmt. Das brauchen wir ja für den meisterlichen Rüstungsschmied. Und würde ich mal sagen, machen wir einfach mal. Das ist aber nicht Plötze. Plötze sieht ganz anders aus. Aber es ist eh nur 300 Schritte entfernt. Deswegen bin ich ja schon glatt der Meinung, wir können einfach da so hinlaufen. Oder? Was meint ihr? Ich würde sagen, auf jeden Fall, oder? Ja. So. Ich bin der Meinung... Ich weiß, es ist immer wieder dasselbe. Anzeige konfigurieren, allgemein bla 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 bla. Mittel hoch. Auflösung, ja. Nvidia Hairworks. Muss aus. Also beziehungsweise alle haben ja Nvidia Hairworks angehabt. Aber Geralt reicht aus, finde ich. Ich glaube, das wird... meinen Rechner gerade sehr erfreuen, beziehungsweise das Spiel. Weil alle haben ja Nvidia Hairworks angehabt. Beziehungsweise für alle galt es ja. So, 400 Schritte nur noch bis dorthin. Also gut, gib mir die irgendwie eine Katze. Wir müssen den Stall ich irgendwie eine Katze, ne. Ja, natürlich habe ich irgendwie eine Katze. Jetzt ist durchgemacht. Was ich durchgemacht habe, dann jetzt auch irgendwie eine Katze. Hey, ich weiß ja, wer Katzen mag. Die weiße Tigerdame. In so herrlicher Natur. Und ich habe mir gedacht, wir machen vielleicht einen kleinen Spaziergang zum Greifen hin, schnetzeln ihn kurz ab, sammeln seine Säuredrüse ein und gehen dann wieder gemütlich zurück. Ich hoffe, das ist vor allem gleich in der Nähe, weil irgendwie wird mir das angezeigt, dass es hier eigentlich... Also ich denke mal, dass es gleich hier in der Nähe sein wird oder muss. Ich glaube, da hinten war doch mal irgendwie ein Greif, oder? Oder täusche ich mich gerade so sehr? Was wird jetzt zwar hier angezeigt für... Ach, warte mal, wir müssen garantiert außenrum da hinten hin, wa? Ja, das wird nämlich ganz, ganz komisch hier angezeigt. Na, dann machen wir mal eine Abkürzung hier. Zum Glück werden mir auch keine Monster angezeigt. Oh, was haben wir denn da hinten? Ach, Rehe. Rehe brauchen wir uns nicht drum kümmern. Na, wir haben Hangman gespielt. Haben wir alle drei verloren. Oh, Fledermäuse. Die habe ich bis jetzt noch nie gesehen im Spiel. Fledermäuse haben wir hier. Sehr cool. So, jetzt sind wir gleich da. Achso, ja, wir mussten einmal außen rumlaufen. Es kam mir so vor, hä, wir sind doch gerade von der Burg gekommen. Ich bin jetzt der Meinung, da wir gleich da sind. Der zeigt uns zwar gerade was ganz anderes an. Ha, sag ich doch. Das Navi spinnt mal wieder. Noch 70 Schritte. Wir nehmen einmal ganz kurz das Schutzschild. Quen. Und Feuerschaden. So, nun. Ah, wir müssen jetzt wahrscheinlich erst finden. Eine Hand übrig. Der Erzgreif hatte ein Festmahl. Ah, wir müssen jetzt erstmal den noch suchen. Ah, jetzt habe ich sogar noch die falsche Taste gedrückt. Wusch. Es hat gerade mega fett vibriert, mein Handy. Mein Handy. Die Feder eines Erzgreifs. Er muss sie beim Wegfliegen verloren haben. Hoffentlich ist das Nest in der Nähe. Ja, wird es schon. Garantiert da oben auf dem Hügel. Also ich kann es mir schon ziemlich gut denken, dass es oben auf dem Hügel sein wird. Ah, was sag ich, da ist er doch schon. Wow, Erzgreif Level 26? Ey, wir sind eine Stufe, wir sind ein paar Stufen weniger. Oh, 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 oh. Alter, seit wann sind die Viecher so stark? Brennt der? Der brennt nicht.
Jetzt müssen wir aufpassen, der zieht richtig viel Fett ab. Okay, wieder. Ah, da spuckt auch Säure. Ach du Kacke, sag mal, wie krass ist der denn? Haben wir überhaupt eine Chance gegen den? Ich sehe nämlich nichts irgendwie. Oder so, kein Problem. Ich kann damit auch leben. Ah! Nix da. Verbesserte Grätsche. Oh, wir können den erledigen. Oh, das war ganz knapp gerade. Na komm schon. Ah! Das Biest will nicht runterkommen. Glaube hier ein längerer Kampf hier. Sag mal, kommst du wieder runter hier? Oh, Alter! Ah! Huh? Haben wir denen gerade so einen fetten Schaden gemacht? Das ist ja krass. Aufnehmen. Monsterhirn, Erzgreifmutagen, durchdrungene Scherbe, Greifenei, Greifenfedern, Säuredrüse, das Greifen. Und eine Greifentrophäe. Entschuldigung, Kleiner, wir brauchen deine Trophäe. Können wir auch zwei von denen dranhängen, so links und rechts? Nee, leider nicht. Müssen wir das Nest zerstören? Ah, da sitzt ja jemand drinne. Und hier auch. Hier ist noch tote Kuh. Tja, das war's wohl. Mehr haben wir nicht. Und schon haben wir die Säuredrüsen des Erzgreifen. Ich muss auch zugeben. Hallo? Los, lauf! Wieso vibriert mein Handy? Mein Gamepad. Ich bin nur auf Plätze gestiegen und es hat wie wild gerade vibriert. Oh, ist das wieder geil, wa? Wie gesagt, euch, das ist krass immer. Wie die es so gemacht haben. Das ist echt wundervoll. Heya! So, aber weiter geht's jetzt erstmal Richtung wieder zum blutigen Baron. Vor allem ist geil, sie kann einfach mal eine bessere Rüstung machen als wieder Zwerg. Und jetzt sind die ja dann wieder die Bänder da im Zwist. Und zwar, sie macht jetzt eine Rüstung und der Zwerg muss auch eine Rüstung machen. Und der Zwerg ist eigentlich gar nicht gut im Rüstung machen. Nur sie ist diejenige, die immer die Arbeit macht und er steckt den Lohn dafür ein. Und ich bin auch dafür, dass sie auf jeden Fall die Anerkennung bekommen sollte. Auch wenn es eine Frau ist. Gleiches Recht für alle. Ich bin dafür. So, jetzt wieder rechts lang. Ey. Was, links oder rechts? Ich kann mich entscheiden, dann nehme ich links. Na doch, natürlich. Da muss es lang gehen. Da hoch und da links rein. Na, seht ihr? Der sagt mir so eine Scheiße manchmal hier an. Ein Glück kennt man sich ja dann schon ein bisschen hier aus. Jo. Es ist immer so ein Hammer. Langsam. Komm schon, Plätze. Ganz ruhig. So, und wählen Krähenfeld sind wir jetzt gelandet. Wie wär's mal mit Waffe wegstecken, Geralt? Entschuldigung.
Entschuldigung. Wache. Von wegen verärgert, die tanzen da noch rum. Die haben noch viel Spaß. Ach nee, die sind besoffen, die merken eh nichts. Gut. Also gut, gib mir die Münze. Kopf, wir müssen den Stand. Da bin ich mal gespannt, ob wir wirklich so eine Rüstung bekommen. Oh, da ist schon eine Rüstung. Du bist zurück. Und? Hast du die Säure? Selbstverständlich. Mhm. Benutze sie mit Bedacht. Sie ist das Ätzendste, was es gibt. Ich weiß. Dort, wo ich herkomme, hat sie viele Männer verätzt. Die Rüstung ist bereit für den letzten Schliff. Wir werden bald sehen, wer besser ist. Fergus oder ich. Geralt, sie ist fertig. Oh. Sieht sehr professionell aus. Willkommen, General. Die Rüstung ist fertig. Sie ist sehr schön geworden, wenn ich so sagen darf. Tja. Ja. Eher grob. Ich vertraue darauf, dass das Aussehen nicht der Qualität entspricht. General, ich habe ebenfalls eine Rüstung angefertigt. Werfen Sie einen Blick. Was soll das heißen? Joanna ist die Meisterschmiedin, nicht Fergus. General, Joanna ist die Meisterschmiedin, nicht Fergus. Sie hat diese Rüstung angefertigt, um es zu beweisen. Um der Götter willen, Joanna. Was erlaubst du dir eigentlich? Temerien ist und bleibt wildes Land. Ungehorsam dieser Art würden wir in Nilfgaard niemals dulden. Wenn ich erklären dürfte, Herr General, ich bin nur dem Anschein nach Fergus Untergebene. Darauf haben wir uns geeinigt, denn niemand würde glauben, dass eine Frau besser ist als ein Zwerg. Du hast recht. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber du bist von deinen Fähigkeiten überzeugt. Dann wollen wir sie testen. Nicht mit Puppen, sondern im echten Kampf. Oho, was für ein Auflauf. Du da, leg diese Rüstung an. Ich wollte nur mein Pferd beschlagen lassen. Das ist keine Bitte. Es ist ein Befehl. Ich habe diese Rüstung für einen Mann gefertigt. Sie passt mir nicht richtig. Dann such dir jemanden, dem sie passt. Geralt, würdest du mir helfen? Ja, na klar, na schön. Was wird das für ein Test, genau? Was soll das für ein Test werden? Ich habe eine Rüstung bestellt, die Bolzen standhalten soll. Wie werde ich das wohl testen? Keine Sorge, Geralt. Diese Rüstung hält jedem Bolzen stand. Durch das Härten mit der Säure kann nur eine Ballista sie durchdringen. Hilf mir bitte. Na klar. Also gut. Hoffentlich bereue ich es nicht. Beide eure Rüstung an. Ich erwarte euch draußen. Pass mal auf, bei uns durchschlägt sie nicht, bei ihm aber gleich wird er erstmal davon garantiert erschossen. Ich kann es mir schon vorstellen. Ich bin nur gekommen, um mein Pferd beschlagen zu lassen. Das ging aber auch durch den Hals und nicht durch die Rüstung. Entschädige diesen Mann. Gut. Dann wollen wir mal sehen, was diese andere Rüstung wert ist. Die sieht nicht schlecht aus. Oh. Die ist gut, die Rüstung, die brauchen wir. Wollen wir danach töten? Lebt er? Ja, aber die Rüstung taugt nichts. Steh auf, ich will mir die Rüstung ansehen. Wie redet er mit uns? Nicht mal eine Delle. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken, aber ich muss zugeben, dass es dir gelungen ist. Wohin willst du, Zwerg? Hör gut zu. Die Schmiede gehört ab jetzt Frau Joanna. Sie wird alle Aufträge der Nilfgaardischen Armee erledigen. Verstanden? Ja, klar und deutlich. Deine Bezahlung für die Rüstung. Ich schicke jemanden, um sie abzuholen. Dann gehe ich wohl auch besser. Ich hole nur meine Sachen. Warte. Wir müssen nicht getrennte Wege gehen, Fergus. Du warst mir eine gute Hilfe.
Wir könnten weitermachen. Nur ohne die Lüge. Wir zwei sind vielleicht ein Paar. Gut, dann heiz das Feuer an. Wir haben einen Kunden, der eine Rüstung braucht, die eines Hexers würdig ist. Dann du hast daran gezweifelt, dass die Rüstung dich schützt. Gib's zu. Ich hab dir von Anfang an geglaubt, natürlich. Meisterlicher Arbeit vertraue ich. Danach strebe ich selbst. Du hättest nicht nach dem legendären Werkzeug von Undvik und der Säure des Erzgreifs gefragt, wenn du nicht wüsstest, was du tust. Vielen Dank für dein Vertrauen in mich. Gib uns ein paar Tage, dann ist deine Rüstung fertig. Komm, ich werde dir helfen, sie auszuziehen. Ja, dann hol schon mal einen Notizblock raus. Ich schreibe schon mal auf, was gerne unsere Rüstung haben könnte. Also das mit dem Ballista hier, also das mit dem Bolzen, das ist auf jeden Fall geil, dass man dadurch keinen Schaden bekommt. So ist das nervige Ferngeschieße von den anderen Leuten schon mal total zu ignorieren. Und der Wind heult. Der Wind heult. Der Nahkampfschaden von mir aus könnte auch komplett wegfallen. Das wäre eigentlich so schon was cheaten, aber ist ja auch egal. So, wir legen uns einmal kurz hin, beziehungsweise wir machen kurz eine kleine Meditation. Upp. So. Und Quests. Und zwar Hexeraufträge, mysteriöse Spuren, sprich mit dem Jäger. Machen wir mal, sprich mit dem Jäger. Ist das hier bei uns? Irgendwo drin? In der Umgebung? Hubala. Alchemie-Glossar, Weltkarte. Müsste eigentlich hier... Ah, in Lindenthal. Das ist ja gleich um die Ecke. Das heißt, wir galoppieren mal kurz aus Krähenfels raus und teleportieren uns nach Lindenthal. Oder reiten wir dahin? Ach, wir reiten dann. Wisst ihr was? Das ist gleich um die Ecke. Wir reiten nach Lindenthal. Komm her, Plätze. Ich glaube, Plätze war doch ein weibliches Pferd, nicht wahr? Ja, ich glaube schon. Schneller. Ich sehe, dass du ein Weib. Und sind die Toren da raus? Warte mal. Entschuldigung. Die Tore sind offen. Normalerweise war doch hier irgendwo immer die Tore... Oder waren das die Tore hier? Ja, die waren normalerweise immer zu. Und dass man ja mit dem Pferd immer so schön dagegen galoppiert oder beim Aufmachen. Los, lauf! Ah, okay, gut. Lass uns Hinkebein was zu essen geben. Der würde bestimmt sogar sein... Schick mein... Dicht. Er sagt uns, wir sollen hier durch. Immer wieder dasselbe. Ah, aufsitzen. So, und los geht's. Ich wollte eigentlich nur darüber hüpfen, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Ich habe eigentlich nur ganz kurz B gedrückt. Vielleicht finden wir ja noch was Schönes hier am Straßenrand. Vom Straßenrand, am Wegrand. Vielleicht machen wir sogar noch eine kleine Abkürzung draus, indem wir einfach quer gleich durchgaloppieren. Was? Was ist denn hier los? Eine Neckarorgie. Vom Level 6. Oh, ist ja niedlich. Und wir. Ja. Halt. Oh, ey, die gehen ja richtig schnell zu zerschmetzeln hier, wa? Lässt ihr meine Plätze in Ruhe? Boah, das zieht ja richtig viel ab für Level 6er, wa? Salami gemacht. Hauchdünn geschnitten. Was ist das krass. Rutsch. Ah. Ach, warte mal. Haben die Neckar nicht irgendwelche... Nee, ich glaube, die Neckar haben keine Mutagene. Doch, die haben Mutagene. Ein Glück habe ich das jetzt gerade noch gesehen. Kleines grünes Mutagen. Ach, grün und blau haben die. Das heißt, wir sollten wirklich mal die Ausschau nach Neckern halten. Denn die bringen uns ganz gute Mutagene. Vor allem normale Mutagene und nicht so eine Monster-Mutagene. Ja,
Ja, mal wieder irgendwas. Da 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 da. Ey. So. Steigen wir hier mal kurz ab und nehmen uns den kleinen den kleinen toten Neckar vor. Ach, schade. Diesmal nichts. Kann aber mal passieren. Und der Hügel, der kommt mir hier gerade irgendwie bekannt vor. Ich glaube, wir waren hier nochmal. Waren wir nicht hier sogar? Ich weiß es nicht. Sorry. Da ist er, da ist der Jäger. Was denn? Ich bin wegen des Auftrags hier. Hast du eine Ahnung, was für ein Monster es ist? Nein, aber es muss ziemlich groß sein. Es hat ein Dutzend Wölfe gerissen und ausgeweidet, aber das meiste hat es übrig gelassen. Das heißt, dass es aus Bosheit tötet. Nachts hört man es wild heulen und bellen. Die Leute trauen sich nicht mehr in den Wald, obwohl das Dorf hungert. Belohnung. Na, aber klar doch. Ich kann mich um das Monster kümmern, aber nicht kostenlos. Wie viel willst du? Also bis 380 können wir gehen. Machen wir 285. Das können wir dir zahlen. Ah, perfekt. Klar. Gut, ich kümmere mich darum. Das Glück war uns hold, als es dich hergeführt hat. Gute Jagd wünsche ich. Dankeschön. Erkunde den Wald mit Hilfe deiner Hexersinne. Schon wieder im Wald erkunden? Mensch, Mensch, Mensch. Los, lauf! Na, lass uns mal den Wald erkunden. Dann erschnüffeln wir mal wieder unsere Fährten hier. Also Geralt ist eigentlich wie ein kleiner Hund, wirklich. Also ein Hund auf zwei Beinen. Das Monster hat das ganze Rudel getötet. Also ich muss auch irgendwo in der Umgebung noch etwas zum Erkunden geben. Ah, da sehen wir es doch schon. Wieder ein Greif? Groß. Bär? Richtig groß. Okay, sieht vielleicht sogar aus wie ein Werwolf. Ein Werwolf könnte es sein von den Spuren her. Und hier sind die Spuren. Ah, was sehen wir denn hier? Hat ganz schön viel Fell am Stamm gelassen. Der Geruch ist noch da. Ha. Sag ich doch, jetzt müssen wir wieder die Pferde schnüffeln wahrscheinlich. Ja, da ist er doch. So ein Riechkoll möchte ich aber nicht haben. Da könnte man ja alles wirklich wieder verfolgen, was andere Menschen gerade so von Gerüche abgelassen haben. Und hier ist ein Stein. Stinkt nach Bierscheiße. Ja, alt und vertrocknet. Der Bier ist schon länger in der Gegend. Ich muss einen anderen Weg finden. Wir müssen einen anderen Weg reinfinden. Okay. Vielleicht nach oben gehen und runterfallen lassen. Wäre eine Möglichkeit, denke ich mal. Halt. Ey, sag mal. Okay, jetzt lernen wir das nochmal richtig. Anlauf. Und perfekt, jetzt sind wir hier oben. Was haben wir hier? Irgendwelche Grabsteine oder Ritualsteine, die wir hier haben. So, wo waren das jetzt hier? Das muss hier gewesen sein, oder? Hä? Nochmal jetzt. Hier war doch eben gerade. Der Bier ist scheiße.
Okay, wir versuchen's. Seid ihr dabei? Finde ich gut. Geralt, bau keine Scheiße. Wow, wir haben es geschafft? Wie geil ist das denn? Wir haben uns einfach so von oben runter reingeglitscht. Okay, cool. Oh, ich glaube, wir mussten erstmal die Fährte hier aufnehmen. So, hier muss also irgendwo eine Spur sein. Nein, nicht so ein Tier. Okay, wir wissen Bescheid schon mal, was hier drin ist. Im nächsten Part werdet ihr sehen, ob wir es gegen dieses komische Biest schaffen. Wir haben es einmal probiert, wir haben es nicht hinbekommen. Aber das Level 20 sollte also besser sein. Und deshalb sage ich erstmal danke fürs Zuschauen von The Witcher 3 Wild Hunt. Und dann auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Ciao.